Warum kandidieren Sie als Bundespräsidenten? Ja, es steht diese Wahl an und wenn der jetzige Bundespräsident seine Amtszeit endgültig zu Ende ist, war natürlich die Frage, wer stellt sich hier zur Verfügung, wer möchte kandidieren. Nachdem ich auch mir diese Frage gestellt habe und gedacht, diese historische Chance möchte ich wahrnehmen, im jetzigen Leben sehr viel immer schon für andere Menschen getan und tun dürfen und gedacht, ja, diese Herausforderung stelle ich. Warum kandidieren Sie als Bundespräsident? Ich mag das Land, ich mag die Leute, ich mag die Burgenländerinnen und ich mag die Burgenländer. Die Heimat ist für mich ein großes Anliegen. Und wie ich gefragt wurde, habe ich mir gedacht, ich kann noch was beitragen, um dieses Land würdig zu vertreten und an die Spitze zu bringen. Warum kandidieren Sie als Bundespräsident? Weil Österreich beinahe am Ende ist. Wir haben leider in den letzten Jahren eine Politik erlebt, die Österreich an den Rand des Abgrunds geführt hat. Und daher braucht man einen sehr aktiven Präsidenten, der eingreift, ins Ruder greift und dieses Schiff Österreich wieder auf richtigen Kurs bringt. Warum kandidieren Sie als Bundespräsidentin? Weil ich überzeugt bin, dass ich etwas bewirken könnte. Und zwar glaube ich, dass auch ein großer Bedarf bei uns besteht, eine neue Politik zu versuchen. Und zwar eine Politik, die lösungsorientiert ist, die wesentliche Themen anspricht, nicht beiseite schiebt. Eine Politik, die auf Parteitaktik verzichtet, sondern versucht, gemeinsame, nachhaltige Lösungen zu finden. Für eine solche Politik setze ich mich ein. Und daher glaube ich, dass ich als Bundespräsidentin etwas dazu beitragen könnte, dass es eine solche neue Politik in Österreich gibt. Warum kandidieren Sie als Bundespräsident? Ich glaube, weil Österreich einen neuen Anfang braucht. Die Politik in Österreich ist in einem Stillstand. Die rot-schwarze Koalition 70 Jahre nach dem Kriegsende ist einfach nicht mehr die richtige politische Regierungsform, die wir brauchen. Wir brauchen einen Neubeginn, einen Neuanfang und da hat der Bundespräsident sicher die Möglichkeit, was zu tun, um die politische Landschaft zu verändern. Der Bundespräsident kann die Regierung angeloben und da, glaube ich, muss man weg von Rot-Schwarz, entweder einen von beiden mit einer Oppositionspartei oder beide Oppositionsparteien gemeinsam in eine neue Regierung bringen. Und der Bundespräsident hat auch die Macht, etwas mitzureden beim Regierungsprogramm, das kann er. Und die große Macht, die der Bundespräsident hat, ist der Artikel 29 der Verfassung. Er kann den Nationalrat auflösen und er kann im Artikel 70 die Regierung entlassen. Und damit kann er drohen und damit kann er sagen, bitte macht das, was im Regierungsprogramm drinnen steht. Weil was heute geschieht, rot, schwarz, jeder will seine Wünsche einbringen und es geschieht nicht, es ist nur mehr Stillstand. Und weil das immer weniger werden, die Stimmen, jetzt versucht man immer noch mehr hineinzupacken, statt dass man endlich einmal draufkommt, dass der Wähler will, dass die Regierung regiert und nicht nur Parteiwünsche in alle Bereiche hineinbringt. Und jetzt, weil das immer enger wird, jetzt sagt man, nehmen wir uns noch die Grünen dazu und sagen wir, wir wollen die Blauen nicht. Das kann es nicht sein. Wenn ein Bundespräsidentschaftskandidat wie der Van der Bellen sagt, er ist ein unabhängiger Kandidat, dann frage ich mich, wo ist da der Wahrheitsgehalt? Er war zuerst SPÖ-Mitglied, später dann mit Chef der Grünen und dann im Wahlkampf zahlen die Grünen und er sagt, er ist unabhängig. Da fehlt mir einfach die Glaubwürdigkeit von einem Kandidaten. Und da, glaube ich, hat ein Bundespräsident Lugner die Chance, als Unabhängiger sich zu profilieren. Alle fünf Kandidaten, die momentan chancenreich sind, haben alle ihr Leben lang hochbezahlte Posten als Nationalratspräsident, Richter, Universitätsprofessor begleitet und ob sie erfolgreich waren oder nicht, sie haben den Gehalt bekommen. Ich bin Unternehmer, wenn ich was schlecht mache, dann spüre ich es in der Kasse. Ich habe in meinem Leben viel geschaffen, viel verdient und habe 60 Millionen Steuern gezahlt.
und die anderen haben von Steuergeldern hochbezahlte Löhne bezogen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen den 5 Kandidaten, die von den politischen Parteien kommen, und mir. Und wenn 2 behaupten, sie sind unabhängig, so ist das der Wahrheitsbeweis einfach nicht zu erbringen. Die Frau Gries ist Richterin und man wird in Österreich nicht Richter ohne rot oder schwarze Unterstützung. Sie hat eine schwarze Unterstützung gehabt und ist oberste Richterin geworden. Und da frage ich mich, warum sie sagt, sie ist unabhängig. Und beim Van der Bellen ist dasselbe, dass er sagt, er ist unabhängig, aber die Grünen zahlen seinen Wahlkampf. Und da fehlt mir einfach die Ehrlichkeit und die Unabhängigkeit auch. Warum kandidieren Sie als Bundespräsidenten? Wie man derzeit in Österreich sieht, gibt es sehr, sehr große Probleme, beispielsweise im Bereich der Zuwanderung, Asylanten, im Bereich der Arbeitslosigkeit und auch im Bereich der Staatsverschuldung. Und wie man auch ganz deutlich sieht, kann diese großen Probleme die rot-schwarze Bundesregierung und Koalition nicht lösen. Ich glaube, dass der Bundespräsident hier ein ganz starkes Gegengewicht zu dieser bestehenden Bundesregierung sein kann und endlich auch sein muss, und dass diese großen Probleme gelöst werden im Sinne des österreichischen Volkes.